Hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays. Ich bin der Palzi. Wir warten hier gerade darauf, dass sich der Charlie-Trupp erholt hat, was jetzt der Fall ist. Dann können wir nämlich losschicken, weil wir hier beim alten Friedhof eines der Gräber nicht öffnen konnten. In der Zwischenzeit, jetzt wo die fertig sind, können wir natürlich den anderen Trupp dann auf Entspannung schicken. Das hier ist der komplette erste Trupp, also Charlie, das heißt der Echo-Trupp, darf sich auch mal was gönnen. Charlie-Trupp ist da. Dann wollen wir noch mal reingucken beim alten Friedhof. Die Medizin 73 von Larry war ja nicht ausreichend. Hello. Let's move. Très bien. Um die eine... Achso, das war ja kein Grab mehr. Die Gräber konnten wir angucken, aber diese Leiche hier nicht. Yes. Yeah. Here's the bullet. As you may notice, it has the typical mushroom shape expanding ammo takes as it makes its way through soft tissue. Sorgfältige medizinische Untersuchung ergibt, dass die Person von einem 9mm HS-Geschoss ins Herz getroffen wurde, bevor man sie mit einer Axt zerhackte. Pilzformation, die sich ausdehnt, nachdem sie Weichteile durchdrungen hat. Okay. Aber sind wir jetzt wirklich schlauer hinsichtlich der Quest? Ich meine, hier war nichts weiter. Das hatten wir in der letzten Folge uns angesehen. Das war wirklich nur noch das da. Nur um sicher zu gehen, laufe ich hier jetzt nochmal kurz ab. Sure, we'll get there. Alright, alright. Auch noch irgendwie Gräber. We have agreement. Die Leiche hatten wir untersucht, erfolgreich. Okay. Und hier gab's nichts mehr, ne? Yes. Nee. Sind wir jetzt schlauer? Wir Party? Bin ich jetzt schlauer? Rede, Palzi. Ja, ich denke gerade. Ich meine, es ist eine Mordserie. Wer profitiert von einer Mordserie? Da sind zwei Familien, die Le Domas und die Van Tessel. Die beide Opfer in der Mordserie hatten. So. Die könnten sich gegenseitig umgebracht haben. Weil sie sich nicht riechen können. Was die aber wahrscheinlich nicht wissen, ist diese Info mit dem Land. Die besitzen die Häuser, aber das Land kann nicht verkauft werden, solange ein L'Enfer, hieß ja, glaube ich, der Doktor, lebt. Ich würde jetzt gerne nochmal zurück und nochmal gucken, ob wir neue Gesprächsoptionen haben. Die müssten ja da sein, bevor der andere Trupp da irgendwie was gemacht hat. Ich mache jetzt auch mal einen Quick Save.
Listening, 1024. So, den Trupp packe ich mal We da. Are advancing. Yes. Und sure. Ihr könnt noch mal reden. I wouldn't be surprised if it turns out that those filthy Van Tassel farmers have brought this curse upon us. They pray only twice a day. Can you imagine? Ja, es ist ein Skandal, nur zweimal am Tag zu beten, ne? You're getting involved with this murder case. But I have to warn you. Ja, das ist aber nichts Neues. Hast du irgendwas Neues, Caroline? Are not what they seem. I have seen it with my own two eyes. The doctor was performing filthy. Ja, den Doktor habe ich auch auf dem Schirm. Das gefällt mir nicht. Ich hatte zwar zwischenzeitlich gedacht, hatte ich auch in einer Folge gesagt, dass der eigentlich von mir schon einen Freifahrtschein bekommen hat. Aber seit der Entdeckung dieses Hinweises, dass das Land nicht verkauft werden kann, bin ich diesbezüglich doch schon wieder ein bisschen von abgerückt von der Meinung. I'll come. My cousin went to the graveyard and never returned. Maybe the manor is safe, thanks to us Van Tassel sharpshooters. We fought off bandits during the Civil War. And if necessary, we can fight off those demons from hell. Heading out. So, wo ist denn der andere? Abraham, da ist er doch. Boss is around. Ready. That doctor is a crafty old fox, but I'm sure you will eventually catch him red-handed. Who has the motive? It's easy. Dr. Lanfer is the last heir of the family from whom we bought the manor. And now he's trying to scare us out of our own houses. That doctor is a crafty old fox. Ja, irgendwie, sure das, was Abraham sagt, ist gar nicht so undumm, aber die Beweise sind auch nicht wasserdicht. Das ist halt alles Mutmaßung und We move with certainty. We have agreement. Und dem jetzt zu beschuldigen, irgendwann an, ich habe nochmal eine Schnellspeicherung gemacht, irgendwann What? Angestellt zu haben, ohne wirklich handfeste Beweise Last zu haben. Grave disturbing, ain't it? Erstmal wollte ich nochmal hier gucken, ob wir hier neue Optionen haben. Nein. Wir haben das Testament der Brüder Lanfer gefunden. Is grave robbing your occupation or just an hobby? Before you decide to start digging out my other Lanfer relatives, I will tell you what you need to know. Yes, I am the last living heir of the Lanfer family, and I own this land. However, decades ago, the manors were sold separately to the horrible Van Tassel and Le Domas families. Wie sind die Brüder Lanfer gestorben? That shameful incident is a family secret. Okay, here is the story. 100 years ago, the servants were cleaning a cesspool. One of them succumbed to the toxic fumes coming out of it, fell inside, and started drowning. Huey Lanfer tried to help him, but also fell down the shithole. Then Dewey came to help with the same result. Now let me guess, there was a third brother named Louis. Oui, he's my grandfather. He died in France, away from the shithole. A total of 5 people died that fateful day, drowning in shit. And it's definitely not written on their gravestones. Man, your family is full of shit. Ha ha. Haben wir einen Mordverdächtigen? Nicht wirklich. It's never too early. Hat sich jetzt nach dem Gespräch irgendwie Ready. Hier noch was ergeben? Wie sieht das auf der Karte aus? Going. Nee, nimm mal bitte alle mit. Sure. Boss is around.
cousin went to the graveyard and never returned. Is it true the old Chimurenga retired and made you leaders of the Maki? Hey, what do you call that? Hereditary communism. I call that none of your fucking business. Is it true the slave masters of Diamond Red was a vampire who bathed in his workers' blood? Did you know that the doctor is the same gun as the one that killed? Ja, eine 9mm ist aber auch eine nicht gerade ungewöhnliche Waffe. Ja, okay. Ist das ausreichend, um zu sagen, dass es der Doktor gewesen ist? Come with me, everyone. Also ich finde, ehrlich gesagt, nicht. Wenn das ausreichend Beweise sein sollen, dann... Snob Caroline thinks that will buy her vengeful spirits nonsense. She's probably plotting with that creepy doctor to scare us out of our house. Who has the motive? It's easy. Dr. Lanfer is the last heir of the family from whom we bought the manor. And now he's trying to scare us out of our house. Ja, ist auf jeden Fall am verdächtigsten, Lanfer, aber... Snob Caroline thinks that we'll buy her vengeful spirits nonsense. She's probably plotting with that creepy doctor to scare us out of our house. Aber ich finde, es ist nicht ausreichend genug, um wirklich zu sagen, der war es. Na gut, wir haben Mordverdächtigen. Wir könnten das nochmal probieren, was dann passiert, wenn man die Gesprächsoption wählt. But I have to warn you. Be careful. The owls are not what they seem. I have seen it with my own two eyes. Ja, hier gibt's nichts the Neues. Was performing filthy rituals to summon his demonic relatives, the Lanfer brothers. They ride in the night and spill the blood of the innocent. Let's go, yeah? Also ich ringe wirklich mit mir, ich weiß nicht, ob man das merkt, weil ich die Beweislage einfach viel zu dünn finde. Das Rachegeister zurück ins Zwillingsgut, Romeo und Julia, das wissen wir. 9mm, Strychnin, Cyanid beim Doktor, Autopsien pflichtbewusst durchgeführt, ungeöffnete Schachtel mit 9mm Hohlspitz geschossen, Strychnin bei den Le Domar, dann hier beim Friedhof einer mit Strychnin umgebracht, einer mit 9mm. Was haben wir denn da an Hinweis? Es scheint eine Hexenhütte, bei Hexenhütte eine Hexe zu geben, die Männer von Wassergrab verzaubert und sexuell missbraucht. Böse Hexe. Also ich finde, dass Dr. Lanfer ein Motiv hat. Die beiden Familien gegeneinander aufzubringen, um die letztendlich loszuwerden. Aber handfeste Beweise, dass er es getan hat, haben wir nicht wirklich. Also jetzt die Schnellspeicherung hier an der Stelle. Und dann gucken wir mal, was da hier bei Gesprächsoptionen geht. Hier ist nichts Neues. Dann wählen wir jetzt mal, wir haben einen Mordverdächtigen. Do you want me to gather those annoying Van Tassels and Ludomar so you can tell them about it? Or do you need more time sniffing around and asking repetitive questions? Seriously? I feel like a cop. Ugh.
Holen Sie sie. All right. Let's get this over with. Ready. Das Ergebnis der Mordermittlungen anzuhören. I guess we're going. Scheint ja dahin zu gehen, ne? Yellow. Order accepted. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, wo wir Granti hinstellen, falls hier gleich wieder geschossen wird. Nicht, dass er irgendjemanden trifft. Finally, it's time to put the scoundrel who calls himself a doctor where he belongs. Yes, in the grave. Next to his cursed ancestors. We're going, right? Yes. What is it, officers? I'm dying to know who your suspect is. Or shall we resort to exorcism? Oh, hatte der schon immer einen Vornamen? Genesier Le Roland Fer? Das glaube ich nicht. Dass es Rachegeister waren, nee, an sowas glaube ich auch nicht. Und Rosa mit Sicherheit auch nicht. Also, die wahrscheinlichste Option ist für mich, dass es L'Enfer war. Oh, really? If I was as bad at doctoring as you are at investigating, I'd be running a morgue instead of a clinic. I hardly even need to ask, but what do my good neighbors think? Huh? I knew it. It was the doctor all along. He wanted to chase us away from our property. That's why he summoned the restless souls of his relatives straight from hell. His murderous rampage stops now. What say you, good people? Shall we execute him? Yeah! Let's shoot him! Shoot him before he puts a spell on you. You have wits! You deserve everything that happens to you! Shut up, murderer! As for you, dear officers, here. This is for your trouble. Ergebnis. Dr. L'Enfer wurde der Morde beschuldigt und hingerichtet. Ich fühle mich nicht gut dabei, muss ich ehrlich sagen. Das ist... This is Granti. All right, all right. Let's move. Ready. Good job. Now that murderous doctor will poison no more. He is food for scavengers. Thank you, officers. You brought to justice that vicious doctor. Now we can live in peace without any other accidents involving firearms. Poison, of course. Well, where the hell is the fun in that? Call an ass! Hat der Doktor noch irgendwas, was man plündern kann? Was sagt die Quest? Doch hier irgendwo, ne? Hochland. War nicht hier irgendwo Ackerland? Zwillingsgut. Quest ist abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen. Vielleicht war es richtig. Ihr werdet es mir mit Sicherheit schreiben, wenn ich falsch lag. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Aber es war nichts auf der Karte,
hinsichtlich dieser Quest. Das waren nur die beiden Sektoren. Ich bin mir sicher, dass wir alles abgeklappert haben. Krankenhausoperation steht jetzt natürlich nicht mehr zur Verfügung. Milizausbildung geht hier aber. Das können wir aber den anderen Trupp machen lassen, wenn die ausgeruht sind. Andererseits, wenn der andere Trupp ausgeruht ist, dann können wir sie auch losschicken. Das heißt, wir könnten die Milizausbildung auch mit dem Trupp hier machen. Wie sieht denn das aus mit Gegenstände reparieren? Hier ist eine Waffe, aber die ist nur im Inventar. Brauchen wir nicht. Das heißt, wir könnten mit dem Trupp Söldner trainieren. Milizen trainieren. Rosa, Führung 73. Und MD hat, glaube ich, auch irgendwie noch eine Fähigkeit, die ihn prädestiniert, um Milizen auszubilden. Das heißt, der Rest könnte trainieren. Meltdown oder Flay, Treffsicherheit für die zwei wäre gut. Das ist natürlich auch eine gute Aufgabe an sich für Rosa. Die deutlich höhere Führung hätte. Also MD brauchen wir dafür nicht. MD bildet also Milizen aus. Livewire und Barry sollen trainiert werden. Das heißt, wir brauchen noch einen Trainer. Ein Trainer. Zwei Auszubildende. Zwei sollen Milizen ausbilden und einer könnte ja irgendwie eine Operation machen, die Gegend zu erkunden. Gebiet ausspähen. Livewire und Barry nicht. MD wird auf jeden Fall Milizen ausbilden. Rosa soll trainieren oder Milizen ausbilden. Bei Meltdown Flay ist es eigentlich egal, wer von den beiden die Erkundung macht. Dann eher Flay. Meltdown hat ein bisschen mehr Führung. Die könnte auch als Ausbilderin für Barry und Livewire dienen. Das heißt, Rosa und MD bilden Milizen aus. Wenn Rosa dabei ist, ist es günstiger. Andererseits ist das so marginal. Rosa, es ist halt... Das ist ein Unterschied von 400. Wir müssen ja wieder 4 Durchgänge machen. Das heißt, das sind 1600 und das ist ein Witz. Einzige, was dazu kommt, ist natürlich der Zeitfaktor dann. Wenn wir es Rosa und MD machen lassen, dauert es 14 Stunden. Wenn wir es Rosa und Meltdown machen lassen, ist das signifikant mehr. Das sind 11 Stunden mehr. Bei 4 Durchgängen 44 Stunden, also 2 Tage. Hier aber nicht Gesundheit, sondern Treffsicherheit. Was
was hatte ich gesagt? Meltdown hatte mehr Weisheit, ne? Mehr Führung, ja. Also wenn dann Meltdown. Söldner trainieren. Meltdown. Trainiert Barry und Livewire, genau. Das können wir mal anwerfen. Milizausbildung, dementsprechend Rosa und MD. Starten das und zum Gebiet ausspähen nutzen wir Flay mal. So. It is always good to learn more and become better. Bestand bei Bobby Reyes aufgefüllt. Dann gucken wir da mal kurz rein. Fangen wir vorne wieder an. Sehe ich mich nicht. Drei Granaten sehe ich mich. Da können wir auch die panzerbrechende Munition mitnehmen. Oh, hier ein Kevlar-Helm, der zwar reparaturbedürftig ist, aber der mit gewobenem Futter kommt. Genauso bei der Rüstung. Dann nehmen wir die zwei. Die müssen zwar dann repariert werden, aber... Und dann andere. Blendgranate kann ich schaden. Rauchgranate eher nicht. Schlosserwerkzeuge. Da wurde es auch dünne schon wieder. Gewobenes Futter nehmen wir auch mal mit. Stahlrohre haben wir genug. Und dann hier Weisheit. Ab in den Einkaufswagen. Ich finde eigentlich immer noch die Docks von Port Kakao ideal, weil man dann auch gucken kann, ob man Oma Kohani mal wieder ein bisschen was aus den Rippen leiern kann. Dann bestellen wir das jetzt hier. Das bedeutet, wir haben wieder eine Nachricht bekommen. So, was ist das nächste? Wir sind immer noch hier unten. Morde und Teddybären. Das ist immer noch das, was da los ist. So, und während der Charlie-Trupp hier beschäftigt ist, würde ich sagen, schicken wir jetzt den erholten Echo-Trip los, um... Hier ist einmal Morde und Teddybären und dann hier haben wir auch noch einen Schatz auf den Farmen. Dann gehen wir doch in die Richtung. Machen wir jetzt die untere Ecke. Und ab. J und K 20 sowie L 19. J und K 20 sowie L 19. Das heißt, wir haben Informationen darüber, sobald der Trupp da reinkommt. Cool place, man. Let's check it out a bit. Flay ist erschöpft. Das ist nicht gut. Na gut, dann kann er jetzt 12 Stunden rumsitzen. Wir bilden ja sowieso Milizen aus. Und dann, ihr Lieben, gucken wir uns in der nächsten Folge hier den Sektor L19 erst an. Was ist das? Ackerland. Denn... Für diese Folge war es das erstmal. Ich fühle mich nicht gut mit Dr. Lanfair, denn so richtig
Stichhaltig fand ich die Beweise nicht. Vielleicht seht ihr das anders, könnt mir dann gerne einen Kommentar da lassen, aber ich fand das ein bisschen dünn, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, für diese Folge war es das. Wir gucken uns in der nächsten dann L19 an. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, was mich freuen würde. Genauso würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.